Fex zum Gruße, ihr tapferen Recken. Zar, die Göttin der Wiedergeburt hat unser Wunder erhört. Oder war es vielleicht doch Fex als eher, eher als Zar? Denn etwas gar Seltsames ist passiert. Statt... Was ist denn Elfenstatt? Oh, er hat keine Waffe mehr in der Hand. Zerbrochen, ne? Schnell mal eine neue Waffe geben. Statt im Tempel ein Silaya ein neues Leben zu schenken, ist etwas ganz anderes passiert. Mein kompletter Rechner hat den Geist aufgegeben, ist abgestürzt während der Aufnahme. Und ich musste neu starten. Und zwar den Spielstand neu starten. Hier dreht sich gerade ein fetter Hase über dem Feuer. Lecker. Und zwar wieder ab Dungeon-Eingang. Musste den ganzen Kampf nochmal kämpfen. Und das hatte jetzt den Vorteil, dass es Silaya diesmal nicht erwischt hat. Ulfried sieht ein bisschen angeschlagen aus. Da müssen wir vielleicht ein bisschen was... Müssen wir aufpassen auf ihn. Er hat nur noch... Wie viel Lebensenergie hat er nur noch? 15. Ja, das kann eng werden. Wenn wir irgendwo einen Heiltrank finden, ist der erste seiner. Aber auf jeden Fall, Pax will es. Dann machen wir eben weiter so. Also, Frumoldo, Frumoldovich. Was haben wir denn? Ja, Heiltränke. Siehst du? Alles kommt, wie es soll. Kriegt er erstmal alle. Starke Zaubertränke. Die gehen an Mogumilski. Silaya kriegt sie leicht. Das Bier kann da bleiben. Okay, Ulfried. Erstmal einen trinken. Das ist nur Maximallebensenergie. Ja, das ist erstmal gut. Ich glaube, die sollte ich einfach ein bisschen aufteilen. Einen übergeben. Sie kriegt einen. Ein Armbold kriegt einen, denn das Werk hat ja am meisten Lebensenergie von allen. So. So hat jeder noch einen Heiltrank. Ja, und Bogomil, der keine Astralenergie mehr groß über hat, der trinkt erstmal einen Astraltrank. Jetzt geht es ihm schon wieder besser. Perfekt. Dann kannst du ja weitergehen. Wie gelangst du nach? Erste Unterebene. Weiter. Ja, Moment. Erst muss ich mal gucken, ob hier in der Ecke irgendwas ist. Nein. Gut, dann sei es so. Ach, bin hier unterste Ebene. Ja, jetzt möchte ich mal. Düsterer Dungeon. Die olle Zwingfeste. Hier ist wirklich lange nicht mehr durchgekehrt worden. Dieser Raum ist als Baderaum eingerichtet. Hier kann aufgefangenes Regenwasser erhitzt und in zwei große Wannen geleitet werden. In der Ecke erkennt ihr einen Donnerbalken. Ja. So hochdeutsch. Ein Schacht, ein Klo. Das Klo, das liest man nicht mehr so. Weil der Duft ist nicht sehr betörend hier. Geheimgang gibt's auch nicht. Dann lassen wir den Donnerbalken wieder, ne? Und da kommen schon die Nächsten, die es wissen wollen. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal mit allen bis Rundenende und lassen sie kommen. Oh, das... Ja, jetzt habe ich mit dir ganz gewartet. Schon gedacht. Rina Schvor, noch ein Ohr! Pirat, unverletzter Pirat. Das werden wir ändern. Habe ich noch genug zum Zuhauen? Nein, dann renne ich weiter. Ulfried rennt auch in die Richtung. Der Pirat ist was für Frumold und Boromir. Los, hau ihn. Ja, den wollte ich bleiben, ja. Pfeil in den Rücken kann entzücken, heißt es doch, oder?
verwechsel ich das. Also in diesem Dungeon werde ich die Kämpfe noch durchziehen und dann könnt ihr ja selber mal sagen, ist euch das mit den Kämpfen zu langweilig, sie die ganze Zeit hier zu sehen? Das ist ja doch, ne, so ein recht mühseliges taktisches Ding. Hier kämpft man rundenbasiert, man muss über diese Kästen, muss man halt, hat man Bewegungspunkte jeder zur Verfügung, wenn man zu viel schleppt, weniger, wenn man eben stark genug ist, dann mehr. Und danach entscheidet sich, wie viel man machen kann in der Runde. Ein so ein Kästchen ist so, laufen ist ein Bewegungspunkt, kämpfen sind 3 Bewegungspunkte, ein Zauber sind 5, glaube ich. Und Waffe wechseln oder sowas sind meine nach 2. Und warum ich das jetzt gemacht habe, weiß ich auch nicht. Geh wieder zurück, Rinasch. Ja, also sagt einfach mal Bescheid. Wollt ihr die Kämpfe generell eher sehen? Und auch die Überlandreisen, die später geben wird? Oder sagt ihr euch, nö, das ist langweilig. Zeig uns die Spiel-Action, das reicht. Nein, der Pirat ist geflohen. Das war nicht der Plan. Jetzt kommen wir im Fuhrmann nirgends vorbei, wa? Warten wir mal bis Rundenende. Das ist Rundenende, okay. Wollte ich diese neue Funktion einmal sinnvoll einsetzen? Ging es gar nicht mehr. Gar nicht mehr passiert in dieser Runde. Los, meine besten Kämpfer! Kriegen wir nichts zusammen. Weil wir sind immer noch unverletzt. Drei Punkte habe ich noch, dann gibt es auch noch einen Hieb. Was soll denn das? Okay, er will zuschießen. Also, zuschießen sage ich immer. Er will halt schießen. Meine Güte. Und dafür gibt's Stab vom Korb. Ulfried ist dran. Los, Ulfried, Mensch. Solltest du es vielleicht mal mit Bogenschießen probieren, wenn du mit dem Schwert nicht zuhauen kannst. So wie Slaya, die daneben schießt immer. Hm. Ach Leute, es ist ja wie es ist. Ja. Darum mag ich unser eigenes System DS Aventurien lieber. Da gibt's nicht dieses viele daneben geschlagen, getroffen, pariert, nicht getroffen und so weiter, sondern da trifft fast jeder Treffer, Schlag, aber kann dann ausgeglichen werden durch eine gute Parade. Pen- und Paper-Spieler werden wissen, was ich jetzt meine. Da gibt es jedenfalls nicht so oft dieses schlägt daneben, Angriff fehlgeschlagen und so weiter. Selbst wenn nachher der Effekt vielleicht gar kein anderes, wenn der Gegner auch gemacht wird, es ist doch für die Psyche des Spielers was anderes, wenn er öfter trifft. Oh, ich habe anscheinend keine Pfeile mehr. Tatsache. Dann kommt das Rapier in die Hand. Okay, das Messer in die andere. Nee, geht nicht. Okay. Und 11 Lebensenergie, da trinkt sie mal lieber den Heiltrank hier. Wenn sie dann noch Bewegungspunkte über hat. Oh nein! Oh nein! Patzer bei Frumold. Ich weiß nicht, ob er jetzt seine Waffe zerbrochen hat. Es flieht schon wieder einer. Nee, dann kannst du auch den hier angreifen, wenn du schon hier bist, Ulfried. Da geht Anbold hinterher und klatscht ihm nochmal eine. Los! Oh, Mist.
Ah, sie hat ja keine Pfeile mehr, dann kann sie noch nicht aufhalten. Höchstens mit dem Kampfzauber, und das ist es dann auch nicht wert, wenn er kaum noch steht. Genau, der Magier mit seinem Knüppel. Wenn er mal trifft, dann trifft er wenigstens richtig. Und das habe ich gehofft, dass Romoldo, Rina schon wieder vorher dran ist. Je mehr Räuber entkommen, desto mehr können den Alarm schlagen. Das wollen wir auch nicht. Die Kämpfe dauern noch teilweise durch dieses Kampfsystem von DSA 3 damals extrem lange. Dennoch finde ich das rundenbasierte System, was sie damals hatten, eigentlich sehr gut im Computerspiel. Konnte sich sehr taktisch aufstellen. Oh, Armbold. Es kommt davon, wenn du immer nur Wache hältst und dein Verteidigungsskill, deine Parade nicht trainierst. Der steht kaum, ich würde gerade sagen, ihr lasst euch doch nicht fertig machen von so einem, oder? Freunde. Los. Oh. Jawohl, Frumold, gute Arbeit. Was ist hier? Was haben wir denn? Noch mehr Nahkampfwaffen. Hier, du kannst auch mal eine tragen. Und ein wenig Silberschmuck. Das Dreiers lassen wir jetzt hier. Was heißt das? Teil? Was ist mit hier? Und hier komme ich gerade, oder? Ja, das war der Punkt. Okay, weiter geht's. Tiefen. Bei genauerem Hinsehen nach kurzer Zeit. Unser Frumolz, der Geheimtürmann. Ihr merkt schon, ich klicke das weiter, weil das haben wir ja schon mal gehört. Und wir wollen ja auch nicht irgendeinen gleichen Text nerven. Der spielt zu. Winkelter Gang. Ich würde nicht wundern, wenn hier gleich schon die nächsten Gegner lauern. So eine Karte haben wir bisher hinter uns gebracht. Und da sind sie schon, die nächsten, das war klar. Jetzt kommen sie uns wenigstens mal entgegen. Sehr entgegenkommend. Gib's ihm. Kann sie gleich vorbei? Oh ja, kann sie. Sehr gut. Kann sie wieder vorbeilaufen. Ich muss ein bisschen drehen, die Map. So schauen. Da kann man also nicht lang, okay. Hier kann er. Kann er diesen leicht verwundeten Räuber doch auch gerne mal ein wenig gucken, oder? Ne, da muss ich. Siehst du, da habe ich doch nicht falsch geguckt. Genau. Gib ihm Saures. Hat er verdient. So. Bogenmehl mischt hier mit. Aber vielleicht erst später. Frumoldo rennt nach da hinten. Ihr beiden kümmert euch um den Schützen. Ja gut, Pfeile einfangen ist auch eine Methode, sich um den Schützen zu kümmern. Hier, macht erstmal den da fertig, Leute. Usilaya, das hat er nicht umsonst getan. Gib's ihm. Humold, los, Todesstoß. Gezielter Stich. Rina, in unserer Gruppe hat der Zwerg ein ziemlich ungewöhnliches Ende genommen. Nachdem er gedacht hat, er kann einen Dämon noch ein zweites Mal schlagen, hat der Dämon ihn einfach überrollt. Blattgewalzt. Ausgelöscht.
Aber hier in dieser neuen Runde lebt er ja weiter. Und ziemlich erfolgreich. Hoffentlich. Ulfried, komm, Ulfried, lauf hier hin. Jürgen Rumelski. Sieben, das war noch ein ordentlicher Treffer. Das war wieder ordentlich daneben geschlagen. Ich freue mich schon, wenn wir ein paar Stufenanstiege hatten, damit man nicht nur so oft daneben haut. Das nervt schon. Aber so war das bei DSA 3 halt. DSA hat dann vorgesehen, niedrigstufige Helden können eben treffen selten. Gut, eigentlich nicht. Da hatten wir auch schon mal einen riesen Disput in unserer Runde, weil einige der Meinung waren, das ist halt richtig so, dass niedrigstufige Helden so gar nichts können. Aber ich persönlich war immer eher der Meinung, das frustriert und macht dann wenig Spaß in den Abenteuern. Natürlich sollen die nicht die größten Endgegner sofort besiegen, aber sie sollen auch wenigstens treffen und Schaden machen können. Ich hab's dann lieber, wenn es ein wenig mehr vom Glück abhängt. Und wenn ein guter Gegner da ist, dann wird er auch von einem viel treffenden Helden nicht besiegt. Umgekehrt. Aber dass zumindest so diese Möglichkeit da ist, zu treffen und damit auch ein bisschen zu passieren, ne? Jetzt schießen die schon wieder alle auf die Elfen. Sag mal. Los, hier, hau ihn. Hau den bösen Schurken. Ulfried naht. Oh Gott. Rette sich, wer kann. Ulfried nimmt gleich Bogen jetzt kurz ein. Wenn das noch nötig ist, nachdem die Elfe jetzt zugestochen hat, los! Ah, das war klar. Ja, der Zwerg kann jetzt ja nicht viel mehr machen, ne? Keine Gegner mehr da. Stellen wir ihn hier mal bereit, falls noch irgendwer kommt. Ist die Laias Waffe jetzt kaputt gegangen? Wenn ja, dann wäre das zwar schade, aber zum Glück kommen wir noch was über. So, jetzt kann man das endlich mal machen. Das ging vorher nicht, diese Funktion, dass man bis zum Rundenende nur wartet, sondern man muss dann immer ganz warten. Und dann war immer eine Runde beim Teufel. Und jetzt kann man wenigstens auch mal so einen Platztausch wie hier durchführen. Dann kann der Krieger wenigstens auch in der gleichen Runde zuschlagen. So, nach diesem rundenbasierten ungefähr, so funktioniert auch DS Aventurien. Unser eigenes Regelsystem. Nur eben, man trifft dann. So, ihr Freunde, was habt ihr denn da Schönes für mich? Eines Kreier. Na gut. Wenn wir sie nehmen müssen, nehmen wir sie. Wie sieht's denn aus? Wenige Kratzer. Das ist ein sehr guter Schuss, alles klar. Gewöhnlicher Zustand. Guter Zustand. Mehrere Scharten. Aber sehr gut. Guter Zustand. Der ist eh unzerbrechlich, da kann nichts passieren. Nun gut. Weiter im Text. Warum leuchtet denn der Flimflam so wenig? Okay, hier scheint es wichtig weiterzugehen. Hier befindet sich ein Loch im Boden, das in einen Schacht mit einer eisernen Leiter führt. Wollt ihr die Leiter hinabsteigen? Okay, hier mache ich jetzt mal etwas, was man theoretisch ja auch Cheaten nennen kann, aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher, was da wohl passiert, wenn man diese Leiter hinabsteigt. Also, speichern wir mal lieber, das sollte man sowieso öfter machen, vielleicht nach jedem Kampf oder so. Wir das nochmal. Komm, wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Jetzt ist sie weg. Okay. Jetzt habe ich die Option nicht mehr. Okay.
Naja, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, da wäre es eh nicht weitergegangen. Jetzt von hier ist gekommen. Leiter, Leiter, Leiter. Einmal ignoriert ist immer ignoriert in diesem Spiel. Gut, habe ich verstanden. Wie geht's hier weiter? Beigen. Leider. Rumholz, los. Leid. Gib dir mal Mühe. Nach. Siehst du, hat sich Mühe gegeben, hat gut gewürfelt. Jetzt, wenn man sich beim Würfeln mal ein bisschen anstrengt, dann klappt sowas auch. So, ein Mädchenzimmer. Oh, das ist mit einer Schatztruhe gefüllt. Ah! 40 Dukaten! Und Gold, 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 Silber. Ist das? Spiegel. Auch gut. Kleiner Piratenschatz. Für mich. Für mich ganz allein. Ganz allein für mich. Und nicht für dich. Über einem. Lecker. Okay, da geht's weiter. Jetzt speichere ich nochmal. Dukaten, ganz allein für uns. Habe ich jetzt gesagt, ich meine aber für mich. Spricht Frumold oder singt Frumold vielmehr. Der knackige Schlösserknacker. Oh! Au! Was erlaube Räuber? Wenn es weitergeht, kostet uns das die ganze Folge. Ah! Oh, das war jetzt nicht nett, muss ich sagen. Ja, das war, tat ja auch schon weh. Und so kann man mit einer Frau nicht umgehen. Selbst wenn es eine ist wie Silaya, die eigentlich, wenn die mal schlechte Laune hat, jeden Mann alt aussehen lässt. Meine selbst Torwaller, die ja fluchen können wie die Kesselflicker. Ah! Ja, einen Zwerg kannst du auch schlecht treffen. Das hätte ich dir gleich sagen können. Er ist dran, Ulfried ist dran. Gehen wir dahin. Gehen wir da. Vielleicht gehen wir da. Machen wir Peak. Peak. Bogomil, eines Tages wird der Tag kommen, da darfst du auf Feuerbälle hier schießen. Aber solange du nicht vernünftig Astralenergie hast, geht das noch nicht. Auch da möchte ich nochmal DS Aventurien in die Waagschale werfen. Da ist das Zauber nämlich viel leichter. Und auch häufiger zu machen wegen der Astralenergie. Die ist dann nicht ganz so. Verbraucht sie nicht so schnell und kostet alles weniger und regeneriert sich schneller. Jetzt habe ich aber genug Schleichwerbung für die eigenen Regeln gemacht. Wenn ihr mal Pen & Paper ausprobieren wollt und auch gerne in der Welt des schwarzen Auges, geht auf www.avf-sesen.de und, nee, avf-online.de und dort könnt ihr kostenlos ein Regelwerk herunterladen. Und da ist aber ein Tutorial. Ich glaube, nach diesem Kampf brauchen alle einen Heiltrank. Die sehen ja ganz schön alt aus jetzt. Räuber ist nun schon tödlich getroffen. Aber die sind, die nicht ausweichen können und tödlich getroffen sind, die wehren sich immer am beharrlichsten, habe ich den Eindruck. Kann man ja auch nachvollziehen. Ah.
Los, er steht kaum noch. Leute, jetzt mach doch mal was. Das ist ja eine schwierige Loot hier, oder? Keiner trifft, das ist so peinlich manchmal. Niedrigstufiger Helm bei DSA 3, das hat immer ein Vergnügen. Was? Die haben Ulfried getötet? Sag mal, geht's noch? Der tödlich getroffene Räuber, der von uns einfach nicht getroffen werden kann, bringt meinen Krieger um. Und abermals ist also sowas passiert. Mann, fasst das nicht. Ja, jetzt haut er... Ja, unglaublich, jetzt haut er ab. Oh, bin ich sauer. Dafür bist du dran, Freundchen. Das kann ich jetzt nur gegen mich selber machen. Das kann ich hier natürlich nicht machen. Nein, du sollst gar nicht fliehen. Ich hab mich nur geklickt. Zaubertrank. Das dachte ich mir, ich kann nichts verabreichen, ne? Wie hat er denn gerade immer das besiegen? Balsam Salabunde. Oh Gott sei Dank, wir schaffen es. Er ist bewusstlos, aber er ist wieder am Leben. Können Sie das nochmal machen? Ja, nochmal. Okay. Also Lager abbrechen. Sagen, neues Lager aufstellen. Mal gucken, was funktioniert. Na, wird das, kann man so ein bisschen zumindest Balsam Salabunde. Dann sieh nochmal. Geil. Balsam Salabunde. Und siehe da, jetzt kann er auch einen Heiltrank trinken. Gott sei Dank, jetzt ist Ulfried wieder halbwegs hergestellt. Ich meine, wirklich doll ist seine Lebensenergie auch nicht. Und deswegen ziehen wir jetzt mal alle schön, die einen Heiltrank haben, ziehen sich den jetzt brav rein.
alle nicht mehr so rosig aus. Ich überlege, ob wir nicht sogar aufgehen sollten, zum Händler gehen und erstmal ein bisschen Sachen verkaufen und neue Rüstung dazu holen, damit wir endlich ein bisschen besser aufgestellt sind, was die Rüstung angeht. Wenn es hier weitergehen, kommt noch ein größerer Kampf. Ja, das ist ein bisschen gefährlich. Kommt, das machen wir erstmal. Da müssen wir sagen, taktisch klug und überleben. Das ist besser als im Kampf zu sterben und davon haben wir ja alle nichts, ne? Ja, wieder zurück zu eigentlich. Ganz recht. Hier dreht. Das ist schön. Lass uns gleich erstmal alle beim Heiler heilen. Ist raus. Wir handeln erstmal ein bisschen. Wenn dann ein bisschen bessere Rüstung kam, dann sieht das auch schon gleich wieder alles ganz anders aus. Hoppla. Nee. Danke, zum Schmied wollte ich gar nicht. Gunn, lass mich gehen. Ich muss rückwärts auspacken, damit ich nicht aus Versehen in seinen Laden renne. Wir gehen erstmal hier hin, zum zwergischen Waffenhändler. Tach. Nee, andersrum. Wir wollen nur verkaufen. Nicht ein Papier, nicht zwei Papier. Messer. Nein. Reichlich Rapiere und Messer hier. Und Skreiarten. Ja, und auch hier diese Krötenhaut, die wir umsonst gekauft haben. Auch die. Hinter Messer. Keiner. Das gleiche wie Säbel. Jetzt gebe ich zwar alle unsere Ersatzwaffen mit her, aber Rüstung ist im Moment wirklich wichtiger. Ja, dafür möchte ich schon ein bisschen mehr sehen. Gib mir 30%. Sehr schön. Lederzeug, das ist so, das packt man an Arme und Beine. Das sind Schienen, die auf jeden Fall helfen, schützen. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Boromir kann sowas natürlich nicht tragen. Dann möchte ich 25% Rabatt. 15? Ich nehme sie einfach so, okay? Schön. Ich nehme aber noch mehr. Ja, was soll's? Kurze Pause hier. So, was wollen wir noch haben? Muss ich mal ganz kurz, was habe ich denn jetzt gerade? Ich hatte gerade eine kurze Unterbrechung machen müssen. Jetzt muss ich da erstmal schauen, dass ich ihm zugelegt habe. Lederschienen für Arme und Beine. Achso, Helme wollte ich noch kaufen. Genau, Helme kaufen. Und Pfeile. Pfeile braucht die Elfe. Und zwar... haben wir 20. 20 Pfeile. Achso, ich muss das gar nicht immer sofort bezahlen. Ich kann auch warten. Kaufen wir nochmal. Für Frumann, für Ulfred, für Arnold und für Rinasch. Also 4 Stück, weil die Elfe hat irgendwie Pfeile in Hand. 4 Schilder.
und 1, 2, 3, 4, 5 Lederhelme. Und ich glaube, wir brauchen noch 1, 3 Umhänge. Die geben zwar keinen Rüstungsschutz, aber die später für die Wärme einfach. Ne? So, wenn da jetzt Frumold nicht einen super Preis auswählt. 30, komm, gib mir 30. Scheiße. Ja, jetzt muss ich es kaufen, sonst. Jetzt, ne? Genau. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen besseren Rüstungsschutz. Das senkt zwar leider Gottes die Attacke. Werte noch ein wenig mehr. Aber da muss ich jetzt durch, weil jetzt klappt das hier ja nie. Ne? Es nützt ja nichts, wenn die Gegner uns immer besiegen. Selbst wenn wir jetzt so ein wenig im Hintertreffen sind, was das Zuschlagen angeht. Und später, wenn die Werte besser sind, dann können wir uns auch leisten, mal Eisenrüstung, Kettenhemd oder sowas zu kaufen. So, na dann, besten Dank auch der Herr. Ich suche jetzt noch einen Krämer, wo ich den Rest noch loswerden kann. Hier zum Beispiel. Ardo Störreband Grasberg, der beste Händler, den wir hier für sowas an Bord haben. Also die Waren hier verkaufen, die keiner braucht. Die Dolche, die verwenden wir eigentlich nicht. Schön, man Waffenhändler lassen können, aber kann man auch hier lassen, ist egal. Ganzen leeren Flaschen. Hammer. Oh, keiner will mit mir vernünftig handeln, das ist gemein. Und jetzt muss ich auch noch ein bisschen. Was haben wir hier? Ein Schleifstein. Ein Zunderkästchen, teuer genug. Und am teuersten, Einsatz Dietrich hier, kostet 18 Dukaten. Wow. Hilft nix. Komm, gib mir Rabatt. Gib mir ein bisschen, minus 10%, komm. Gibt's ja auch gar nichts. Shit. Ja, gut. Das geht an ihn. Das geht an ihn. Liebe Freunde, ich bin wieder gut ausgerüstet. Ich werde jetzt noch zum Heiler latschen und meine Truppe wieder halbwegs in Schuss bringen. Und dann geht es beim nächsten Mal wieder rein. Tiefer in den Dungeon, tiefer in die alte Zwingfeste und dann werden wir die Räuber freimachen hier. Also, liebe Freunde, macht es gut, bis zum nächsten Mal und mögen die Zwölfe euch gewogen sein.